Guten Tag, mein Name ist Baumann. Ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich muss heute mal etwas fordern, nämlich stoppt die Hexenjagd. Hexenjagd? Wieso Hexenjagd? Hexer Sternchen innen heißt das doch erstmal, ja? Okay, fangen wir damit mal an. Also stoppt die Hexer Sternchen innen Jagd, ja? Ich mache mich lustig? Nein, das macht man heute so, ja. Das ist Newspeak, ne? Newspeak, okay? Newspeak ist jetzt die neue Sprache und die verwenden wir jetzt. Also, stoppt die Hexersternchen in Jagd. Kapiert? Okay. Es gibt also wieder alte Frauen und natürlich Männer, die Praktiken anwenden, um ihre Patienten zu heilen, die der Schulmedizin missfallen, um mal ist etwas diplomatischer auszudrücken. Ja? Also, die Pharmaindustrie, die hat da was dagegen. Und deswegen, weil diese Hexersternchen innen jetzt vehement ihre eigenen Praktiken bewerben und nicht die neuen Schlumpfungen oder was der Pharmaindustrie sonst noch so einfällt, um damit Geld zu verdienen, versucht man im Mainstream diesen Hexersternchen innen den gar auszumachen. Also die wirklich zu diskriminieren, zu diffamieren und fertig zu machen. Also wenn jemand jetzt ein Kräutlein draußen findet, ne, was vielleicht hilft gegen das große C, und dann sagt, oh, ich fühle mich gut, ich bin gesund, ich bin ein G, ne, gesund, ne, und ich stehe auf 2G. Grundgesetz, ne? Dann stehen schon die Häscher der Gesundheitsdiktatur vor der Tür, klopfen und sagen, wenn du unsere Schlumpfung nicht nimmst, dann, ne? Und das geht ja überhaupt nicht. Also stoppt die Vergewaltiger, nee, ich habe mich versprochen, stoppt die Vergewaltiger Sternchen innen. Okay, also stoppt das Gesundheitssystem. Also das, was wir hier heute haben, ist das Krankheitssystem, was wir ersetzen müssen durch ein Gesundheitssystem. Und Hildegard von Bingen und ähnliche Hexen, Hexersternchen innen, hätten ihren Spaß daran gehabt, glaube ich, heute mal den Mund aufzumachen und zu sagen, wie es denn richtig geht. Ne? Wie man Leute in einen Zustand versetzt, in dem sie gesund sind. 1G, ne? Gesund oder 2G. Dass sie sich wohlfühlen mit ihrem politischen System, Grundgesetz, oder dass sie einfach mal merken, dass es hier Parteien gibt im Lande, die, diesen Satz spreche ich nicht aus, sonst kriege ich Ärger, ne? Aber der dritte Punkt, also 3G, ne, ist grün geht gar nicht, ne? Aber die SPD und die anderen, die da mitlaufen, die, ja, sag ich mal, die zeigen damit ja irgendwie auch, dass sie Kompromisse eingehen zugunsten dieser Hexenjagd. Also das geht ja gar nicht. Und deswegen stoppt die Hexersternchen-Innen-Jagd. Ja. Schluss damit. Punkt, aus, vorbei. Schluss. Schluss.